Hey ho, hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Battle Worms Revolution! Ja, wir ziehen wieder in die Revolution mit dem Nikolai. Ja, wir spielen heute Darkseid, ein zur Abwechslung. Oh mein Gott, schon wieder eine Scheißhöhle. Na egal. Ein anderer Mode zur Abwechslung das mal. Das Z. Das Z, ja, tatsächlich. Zorro war hier. Hat aber eine ziemlich miese Arbeit geleistet. So, gut, ich würde mich freuen, wenn du kurz eine kleine Einführung zu dem Spielmode hier geben könntest, den wir jetzt hier ausgewählt haben. Es ist Darkseid, guck dir das Inventar an, was du gerade geöffnet gehabt hast. Ja, und, gehabt hast. Bevor ich meins nicht sehe, kann ich nicht erklären, was das ist. Geschickt. Ach, es geht schon schön los. Seit wann spielst du mit Taktik? Eigentlich sehr oft, nur manchmal bin ich halt zu selbstzerstörerisch dafür. Okay. Einmal so, ja, das also Darkseid, ganz offenbar, es gibt nichts. Ja, es gibt eben sehr wenig Vorräte an Waffen und so weiter. Und das dachten wir uns mal, spielen wir doch mal, weil es irgendwie doch interessant werden könnte und spannend werden könnte. Und eine Granate. Oh, wie mein Wurm sich erschreckt hat. Ja, die Map ist echt irgendwie eigentlich total langweilig, aber irgendwie auch witzig. Ja, aber halt irgendwie total langweilig. Ja, aber ich bin, also was soll ich jetzt mit dem Wurm da machen? Oh mein Gott. Heilige Handgranate. Also ihr seht hier, guckt, das Inventar ist sehr leer, Leute. Ja, eine heilige Handgranate. Ja, noch haben wir sie nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber immerhin hast du also Wurmtausch dürfen wir nicht schon machen. Einen Wurm ja, von dir getötet. Ja, stimmt. Also so gut wie. He will be. Ja, er wird es auf. Ja. Dürp! Ja, ich. Dürp. Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Dürp! Dürp! Ich mach jetzt einfach Dürp. Mal. Ah! Dürp! Dürp! Töte dich selber! Es ist nicht dich selber töten. Ja, ich bin Wurm und hab jetzt mal ein bisschen hier gebohrt. Das ist der Hauptberuf eines Wurms. Ja, Leute, das ist eine neue Runde hier. Genau. Ja, neue Runde, neues Glück. Für uns beide, würde ich mal aus freundlicher Art und Weise sagen. Ja. Aus Freund. Boah, das ist ja. Knappheit ohne. So ungewohnt. Eigentlich würde ich mich jetzt die ganze Zeit mit Bananenbomben und heiligen Handgranaten selbst in die Luft jagen. Das geht gar nicht mehr, oh mein Gott. Ja, das ist toll! Ja, das ist einfach schön. Und da ist er so. Jo, du hast wir machen wieder getötet. So eine. Jo. Wer war das? Hab ich gerne gemacht. Ich weiß noch nicht mal, wie die hieß. Also Dulle war ist ja immer dein Superheld. Wenn der gestorben ist, dann wäre es ein bisschen bitter für dich. Dulle lebt noch, oben links. Dulle lebt noch. Lass die Redame in Ruhe. Die Redame. Die ist die spielentscheidende Karte. Ja, jetzt wird nichts mehr entschieden. Moment. Ja, ich denke, es müsste immer noch mehr abziehen, wenn ich diese Fass in die Luft hier. Glaube ich nicht. Ja, ich. Aber es gibt ein Loch. Naja, okay. Immerhin. Ja, aber da war die schade. Hast du wohl 5 Leben eingespart? Ja, ich bin sehr froh drüber. Und da spielt einer Empire Total War bei mir. Oh, das Spiel habe ich auch. Lustig. Die ganze Total War-Reihe ist toll. Ja, ich weiß. Also wenn du Bock hast, wir können mal Total War auch mal spielen, aber ich würde halt lieber eine Kampagne mit dir zusammenspielen, also auf der strategischen Karte, als einfach nur ein paar Schlachten. Boah, in welchen Total War Spielen ging denn eine. Ja, in den neueren halt einfach. In den neueren halt einfach. Also, ich glaube ab Shogun 2. Shogun 2. Ja, da geht's, ja. Teile hast du denn von Empire Total War? Von Total War. Ja, ich habe Empire Total War 1, dann habe ich Empire Star Wars Edition, dann habe ich Empire Moment, Napoleon. Empire Star Wars Edition? Ja, nee, ich habe jetzt einfach nur an das Imperium an Star Wars gedacht. Achso. Ich glaube, es gibt's echt, ja. Empire at War auf jeden Fall. Gibt es. Ja, das ist ein cooles Spiel. Habe ich auch. Habe ich auch.
Ja, das kann man sogar in der Galaxie oben zusammenspielen. Ey, das können wir echt mal. Ja, cool. Ist aber auch wieder das so ein längeres Projekt, wofür wir, glaube ich, beide erstmal. Ja, so viele Mammutprojekte haben wir hier. Also in wollen wir vielleicht mal machen. Hast du Shogun? Okay. Shogun 2 habe ich. Ich habe Attila, ich habe Rome 2, ich habe Medieval 2. Ja, aber Medieval 2 geht ja. Ja, ja schon, aber nur mal so zum Sagen, zum Angeben. Nein. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich alle habe. Ja, also ich habe auf jeden Fall ziemlich relativ viel. Ich habe halt mal so ein Pack geholt, wo relativ viele drin waren. Und ja, also ich habe mit Medieval 2 habe ich angefangen. Ja. Oder Medieval. Ich habe auch mit Medieval 2 angefangen. Da war ich. Ja. 13 Jahre alt, glaube ich. Ja, ich auch so in dem Alter ungefähr. Es waren tolle Zeiten und dann habe ich da mit Freunden gesessen und mich durch das Spiel durchgescheatet. Aber weißt du, was lächerlich ist? Ich komme jetzt hier nicht hoch, weil ich einfach nicht die Mittel dazu habe. Ja. Deswegen muss ich hier dich ein bisschen. Ah, ich mache aber so. Oh, schade. Aber so schlecht war der Schuss gar nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß, natürlich. Ja. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Okay, und nochmal auf. Ja, um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Ich habe sie gerade vergessen, was die ursprüngliche Frage war. Es gab eine ursprüngliche. Also, ach ja, ob wir das zusammen spielen. Ja, aber welches nochmal? Also, was nochmal von genau? Den neueren, wo das schon geht, habe ich glaube ich nur. Ja, ich habe halt am meisten Bock irgendwie so auf Rome 2 oder Attila, um ehrlich zu sein. Shogun finde ich zwar richtig geil, aber. Zu wenig Einheitenvielfalt, finde ich. Bei Shogun. Ja, das kam mir eben, das hat mich nicht so gereizt. Das war, hat mich ein bisschen kalt gelassen, so als ich es mal ein bisschen gespielt habe. Ja, ich denke für Japan-Freaks war es einfach das tollste Total War. Ja, ich finde. Und ich muss sagen, ich fand die Kampagnenkarte relativ gut, weil sie mal ein bisschen übersichtlicher war. Mhm. Aber irgendwie habe ich dann doch lieber Rome Total War gespielt. Also 1 und nicht 2. Also ich muss sagen, Medieval 2 fand ich war aber auch extrem gut. Ich habe halt Rome 1 nicht so viel gespielt. Das stimmt, aber Medieval 2, ich fand halt einfach. Also was ich noch kurz sagen möchte, die alten Total War Teile im Vergleich zu den neuen haben einen viel besseren Soundtrack, finde ich. Also der Soundtrack ist so unglaublich stimmig und so atmosphärisch und so genial einfach, finde ich. Und ja, in den neuen Teilen ist er auch gut, aber er ist halt nicht mehr so. Er hat irgendwie so seinen Charme verloren ein bisschen. Aber ansonsten kommt immer wieder auch ein schönes Total War Feeling auf. Das kann ich nicht sagen, gerade, weil ich dafür zu wenig neue gespielt habe. Ja. Ja, deswegen berichtige ich dir jetzt halt einfach mal so ein bisschen. Ja, gerade zum Beispiel bei Stadteroberungen oder Belagerungen finde ich es bei den neueren Teilen auch immer sehr toll, dass man da diese einzelnen Marktplätze, sage ich jetzt mal, oder diese einzelnen Dorf, diese Siegespunkte quasi einnehmen muss. Und es macht irgendwie Spaß, die dann immer so ein bisschen zu verteidigen oder halt einzunehmen und dann die zu halten und dann halt von einem Siegespunkt zum anderen zu ziehen. Mhm. Man kann natürlich auch einfach die gegnerische Armee umbringen. Also man steht immer noch natürlich alles offen, was für eine Strategie man verfolgt. Ja. Und das finde ich allgemein eigentlich relativ toll. Also es ist immer noch, ich finde die neuen Total Wars immer noch ziemlich gut eigentlich. Sind sie auf jeden Fall. Also nur bei dem neuesten bin ich sehr kritisch. Attila? Nee, nicht Attila, sondern das, was jetzt rauskommt. Warhammer. Ja, das habe ich mir noch nicht so gut angeguckt, aber das, was ich bisher gesehen habe, war eigentlich geil, fand ich. Ich fand es nicht geil, weil so eine der Grundideen von Total War da verloren gegangen sind. Und zwar dieses, man muss den Anführer beschützen und die Einheiten, es gibt halt keine total OP-Einheiten. Und sowas. Das fand ich immer sehr wichtig an den Total War Spielen. Also es gibt da keine. Also ich kann mir echt eigentlich gut vorstellen. Gibt's da keine OP-Einheiten? In den normalen Total War Spielen gibt's keine OP-Einheiten. Ach wenn man mal von den spartanischen Phalanxen in Rome 1 absieht. Und die Berserker. Ja, aber die Berserker sind eigentlich auch nicht gut. Die sind anfällig für Bogenschützen vor allem. Ja, eben.
Ja. Und bei ja, Worm, okay, in Worm 2 finde ich sind mit diesen Helden, ja, habe ich halt das Gefühl. Ja. Aber ich meine, das haben ja alle Seiten. Deswegen ist wieder kompensiert es sich gegenseitig, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich schon irgendwie, aber. Also, für mich würde es, glaube ich, das Schlachtgefühl zu sehr ändern, als dass es mir noch. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es eigentlich eine geile Idee, dass sie so diese Flugeinheiten jetzt eingebaut haben. Aber ja, ich bin zu faul, auch noch darauf zu achten bei einer Schlacht, glaube ich. Ja, vor allem, als es dann auch noch diesen Vorbesteller-Skandal gab. Oh, ein Vorbesteller-Skandal? Naja. Skandal um Warhammer. Okay, muss das sein. Halt eine Fraktion nur freigeschaltet für Vorbesteller. Okay. Ja, aber das machen die halt schon die ganze Zeit neu, halt schon seit mehreren Teilen. Das ist halt irgendwie leider so die neue Politik, bei Marketingpolitik bei neueren Spielen irgendwie. Fällt mir halt gemein so auf. War bei Star Wars Battlefront, glaube ich, auch so. Und bei den letzten zwei Total War-Teilen war es eben auch so. Zum Beispiel konnte man, wenn man Attila Total War vorbestellt hat, das Wikinger-Vorfahren-DLC direkt mit dazu bekommen. Und jetzt muss man sich halt das kaufen, wenn man sehr später erworben hat, das Game. Ja. Ja, ja, das ein bisschen, ist schon, aber ja. Also erstmal finde ich sowas ziemlich problematisch und dann finde ich in diesem Fall einfach problematisch, dass es halt eine von nur 5 Fraktionen ist. Und dann noch eine Fraktion mit einer, die in den Vorstellungen recht OP-haft wirkenden Fähigkeit. Okay. Ja, ich habe mich noch nicht so viel mit Warhammer auseinandergesetzt. Irgendwie, ich weiß nicht, eigentlich finde ich das geil, dass sie jetzt so ein Fantasy-Universum verarbeiten in einem Total War-Game. Aber irgendwie, ich bin da momentan nicht so begeistert davon. Ich finde es eigentlich geil und es gefällt mir eigentlich. Weil allein schon, weil man da so richtig coole Zwergenarmeen zum Beispiel kontrollieren kann. Aber irgendwie trotzdem irgendwie, ich habe nicht so viel Interesse dafür momentan. Ja. Zum Beispiel Elder Scrolls würde mich zum Beispiel mehr freuen, ehrlich zu sein. Weil das irgendwie so ein mehr historisches Feeling auf mich hat irgendwie. Aber das liegt, glaube ich, auch nur daran, dass ich mich mit Elder Scrolls mehr auskenne als mit Warhammer. Ja, damit kenne ich mich, also ich kenne mich eigentlich mit beiden Franchises nicht aus. Ja, Elder Scrolls ist halt eben so Zeug wie Bürgerkrieg immer am Laufen und allgemein so halt Intrigen und Kaiserreich und alles mögliche, so Zeug halt, und das gefällt mir, das ist halt so historisch angehaucht. Ja. Und ja, und da ich ja schon sehr viel Skyrim gespielt habe zum Beispiel, ist mir schon mal gefallen, dann so zum Beispiel so Nordarmeen oder irgendwie so kaiserliche Armeen gegen Elfenarmeen zu schicken oder was auch immer, so ungefähr. Ja. Ja, so ein Herr der Ringe-Zeug wäre auch Herr der Ringe interessant, ist klar, aber da gibt's ja schon Mods einige. Ja. Ja, das stimmt. Aber meine Augen fangen gerade an zu tränen irgendwie. Oh, sollen wir gleich aufhören? Ja, du. Ich bin zu Tränen gerührt. Von unserem Total War gestürzt. Nur weil ich zu gut bin, ist der eigentliche Grund. Ich habe jetzt eine Brücke gebaut. Hast du ein bisschen schlecht platziert, so kommst du gleich gar nicht rüber. Echt? Ja, das war wegen meinen Augen, weil ich die ganze Zeit reib. Ja, deswegen bist du nicht mehr dazu in der Lage zu denken. Ich bin nicht mehr dazu in der Lage, richtig zu sehen, und deswegen habe ich es ein bisschen falsch platziert. Aber eigentlich läuft es gerade ganz gut für mich, glaube ich. Mal davon abgesehen, dass meine zwei Wimmer von mir relativ weit unten sind. Und ich fast keine Mittel habe, um nach oben zu kommen. Ja. Hast du glücklicherweise nicht. Oh, meine Augen, wieso brennen die jetzt so? So lange vor dem Computer gesessen? Oder zu wenig Übung, ja, momentan vor dem Computer zu sitzen? Ja, oder habe ich irgendwie Creme in die Augen geschmiert oder was? ja. Oh mein Gott, das brennt echt. Ja. Boah.
Du bekommst hier meine Qualen. Okay, ich glaube, es geht wieder. Ich studiere ja Chemie und es ist echt verdammt schwierig, wenn man dann im Labor steht, sich abzugewöhnen, sich die Augen zu reiben oder die Nase zu kratzen. Okay. Also, daher kann ich deine Schmerzen gerade sehr gut nachvollziehen. Ja. Witzig ist halt, das will irgendwie nicht aufhören. Das ist immer so nervig. Man macht die Augen auf und dann fängt es gerade wieder an. Also mit dem Brennen. Das war's mit dem. Oh, der arme Wurm. Ich heule halt gerade wirklich zur Hälfte. Ich finde es sehr schön, dass du mit deinen Würmern mitleidest. Ja, das kannst du laut sagen. Jetzt kannst du aber langsam wieder mal aufhören, langsam nervt's. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh Mann, das ist unfair. Die Wurmsgötter sind gegen mich gestimmt. Sie wollen verhindern, dass ich irgendwie gewinnen kann, eventuell. Okay, ja. Gut, ich glaube, jetzt geht's wieder. Oh, das ist eine Befreiung. Okay, das war ein bisschen... Naja. Schön. Ich habe mir einen Weg gemacht. War schön. Die auch. Das war nett. Ja, das war nett. Das sah richtig nett aus. Sonst muss ich mir das nächste Bier aufmachen, um meine Schmerzen vergessen zu machen. Was? Ein Bier? Du sagst nicht, dass du Alkohol trinkst? Hä? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Hä, wie? Trinkst du gerade Alkohol? Ich habe doch vorhin gesagt, vor der Aufnahme, dass ich mir schon Bier bereitgestellt habe. Shit, ich sollte mir angewöhnen, am Computer den Leuten zuzuhören. Ja, hört mir nicht zu. Jetzt heule ich wieder wegen dir. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ja, nee, aber ich meine, zu so einer Wurmsrunde gehört das dazu. Immer so ein schönes Bier. Wir sind schon wieder beim Bier angekommen in unserer Wurmsfolge. Wunderschön. Ja, ich frag mich gerade nur, wo ich meinen Wein hingestellt habe. Kann dich doch nicht alleine trinken lassen. Ja, eben. Wir müssen virtuell anstoßen. Ich bin doch kein Monster. Ja. So. Oh, das ist aber toll. Jetzt höre ich sogar deine schönen Geräusche. Oder die... Oh, ja, wie er einschenkt. Wunderschön. Und? Wir animieren... Prost. Ja, Prost. Gut. So gehört sich das. Der schmeckt gut. Der... Was trinkt...